Essentially, this is what must be developed. The art of giving out in love and intelligence what is taken in from vision and the experience of self-transcendence and solidarity with the universe. Das ist es im Wesentlichen, was wir weiterentwickeln müssen. Die Kunst, mit Liebe und Intelligenz das weiterzugeben, was wir in der Vision und in der Erfahrung der Selbsttranszendierung und des Einsseins mit dem Universum aufgenommen haben. The sounds of the brave new world, the test tube and decanter, the hissing injectors and gurgling blood. Heute 0137, keine Macht den Doofen. LSD feiert 50. Geburtstag. Frage an Entdecker Albert Hofmann und an Drogenguru Timothy Leary, war es ein rauschendes Fest? Hallo, herzlich willkommen zu 0137 Spezial. Ich mag eigentlich keine Drogen, aber LSD hat mir sehr gut getan. Ich finde, alle Politiker sollten LSD nehmen. Dies ist ein Zitat des berühmten Hollywood-Schauspielers Cary Grant. Er ist einer von Millionen, die LSD probiert haben. Der Entdecker der Droge, Albert Hofmann, ist heute unser erster Gast. Das ganze Leben ist ein Trip. Albert Hofmann über seine Entdeckung LSD. Love, Peace and Happiness, Flower Power und Trips. Die 90er Jahre beginnen, wo die 60er aufgehört haben. Denn die Jugend von heute hat die Kultur ihrer Hippie-Eltern entdeckt. Der Reisebegleiter auf dem Trip in die Vergangenheit, LSD. Entdeckt wurde die Droge vor 50 Jahren von dem Schweizer Albert Hofmann. Ursprünglich nur in der Psychotherapie eingesetzt, erkannten schon bald Intellektuelle und Hippies die angeblich bewusstseinserweiternden Vorzüge von Lysergsäure-Diethylamid und erhofften Einblicke in die Tiefe ihrer Seelen. Doch allzu oft wurde aus dem Rausch ein Horrortrip. Trotz aller Schlagzeilen, der Chemiker Hofmann ist auch heute noch stolz auf seine Entdeckung. Die Bilanz ist positiv, stellt der 87-jährige Öko-Freak fest. Die Erkenntnisdroge könne Mensch und Natur wieder miteinander versöhnen. Sein Fazit? Wer sich einmal im LSD-Rausch als ein Teil der Umwelt erlebt hat, der kann sie nicht mehr zerstören. Albert Hofmann ist zu Gast bei uns. Guten Abend, Herr Hofmann. Guten Abend. Wann haben Sie denn zum letzten Mal LSD genommen? Vor ungefähr 6 Jahren. Wie oft haben Sie in Ihrem Leben insgesamt LSD genommen, probiert? Das habe ich nicht gezählt. Vielleicht 20 Mal im Ganzen. Warum nicht öfter? Verbraucht sich die Wirkung der Droge? Nein, ich finde, wenn man eine Einsicht bekommen hat, dann weiß man es ja. Ich habe, was mir LSD geben konnte, das habe ich verstanden. Und versuche es auszuwerten. Ich brauche die Botschaft nicht immer wiederholt zu haben. Unterscheiden sich die Erfahrungen, die Sie mit LSD als älterer, als alter Mensch gemacht haben, von den Erfahrungen, die Sie als jüngerer Mensch gemacht haben? Nein. Gibt gar keine Veränderung. Also insofern, die ersten Versuche, die waren ja unter Laboratoriumsbedingungen. Und das war nicht sehr angenehm. Der erste Versuch, da war ja sowieso eine Überdosierung, das war ein Horrortrip. Und dann die nächsten folgenden, anschließenden Versuchungen wurden im Laboratorium gemacht. Und weil man sehr, sehr empfänglich ist auf die Umgebung, war das nicht sehr angenehm irgendwie. Ich hatte dann das Bedürfnis, man müsste das einmal irgendwo in einer anderen Umgebung machen, in der Natur oder mit, auf jeden Fall nicht in einer technischen Umgebung.
Können Sie sich erinnern, was dann so Ihre schönste Erfahrung mit LSD war? Das ist schwer zu sagen. Etwas am schönsten war eben dieser letzte Trip in Mexiko, in Oaxaca. Ganz unten im Süden, in Jalapa. Und dort in den Bergen in einer Mondnacht. Das war sehr, sehr schön. Das war vor 6 Jahren? Das war vor 6 Jahren. Mhm. Aber Sie haben ja eben gesagt, die Erfahrungen haben sich eigentlich nicht verändert im Laufe der Jahre. Warum haben Sie es dann überhaupt noch mal probiert? Ja, das war so. Wir waren mit guten Freunden dort oben. Und es war so eine wunderbare Nacht. Und dann hat irgendeiner meiner Freunde die Idee gehabt, das sollten wir irgendwie feiern. Und zur Feier dieser wunderbaren Mondnacht in den Bergen, da haben wir dann LSD genommen, einfach, um die Sinne noch zu stimulieren und das Erleben noch zu intensivieren. LSD ist ein Psychostimulans. Hm. Sie haben eben schon berichtet von Ihrem ersten Versuch, bei dem die Dosierung zu hoch war, der dann ein Horrortrip war. Haben Sie später weitere Horrortrips erlebt? Ja, das habe ich auch einmal. Gab es da auch wieder einen Zusammenhang zu der Dosierung oder können Sie sich erklären, das warum es negativ allerdings nicht, ausfiel? Das war nicht mit LSD, das war mit Psilocybin. Und, aber das ja sehr ähnlich wirkt. Verwandt ist auch in der Struktur, gehört zur selben Stoffklasse. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dort bin ich irgendwie in eine Unterwelt geraten. Es war so eine mexikanische, unterirdische Stadt, vollkommen ausgestorben, tot. Ich habe hatte das Gefühl, ich sei abgetrennt von unserer lebendigen Welt. Das war eine Totenwelt, die ich dort erlebt habe. Ich weiß nicht warum. Es könnte sein, ich hatte eine lange Reise hinter mir. Am selben Tag nach Deutschland gereist, war bei Ernst Jünger. Und da war ich vielleicht erschöpft und nicht in der richtigen Stimmung. Auf jeden Fall, dort bin ich tief in die Unterwelt eingestiegen. War das dann so schrecklich, dass Sie darüber nachgedacht haben, das probiere ich jetzt nie wieder? Nein, ich wusste ja, dass man auch bei einer schlechten Erfahrung immer etwas rausholen kann. Das ist ja immer eine Erfahrung. Auf jeden Fall, dort wurde mir wieder recht bewusst nach diesem Trip in die Unterwelt, wie schön unsere Welt, die Alltagswelt ist, die wir mit offenen Augen, mit normalen Sinnen genießen können, wenn wir offene Sinne haben. Das war ein Gewinn, es ist irgendwie Neues, die Alltagswelt wurde neu empfunden und mit neuen Augen. Und das ist vielleicht, man erlebt ja alles immer durch die Differenz. Man erlebt dunkel durch hell und hell durch dunkel. Und so erlebt man durch einen schlechten Trip eben auch wieder das Wunderbare unserer Existenz. Mhm. Hatten Sie auch mal sogenannte Flashbacks, bei denen der Rauschzustand sich ja wieder einstellt, ohne dass man nochmal LSD nimmt? Nein. Gibt es eine Erklärung dafür, warum manche Leute das haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ja so, dass man alles wieder irgendwie erinnern kann. Jedes tiefe Erlebnis kann ja wieder irgendwie in Erinnerung kommen. Ich weiß nicht, ich habe noch niemanden getroffen, der Flashbacks gehabt hat. Ich höre immer nur davon. Ich weiß nicht. Sie sind 87 und Sie sind, wie man sehen kann, ungemein vital. Gibt es da einen Zusammenhang zu LSD? Das weiß ich nicht. Man müsste noch ein zweites Leben haben ohne LSD und da könnte ich es vergleichen. Vermuten Sie dann, dass es diesen Zusammenhang gibt, dass es Ihnen irgendwie gut tut? Das weiß ich wirklich nicht. Wie gesagt, ich müsste das auch mal ohne probieren. Auf jeden Fall glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass man seine Sinne offen behält. Ich glaube, das ist das Rezept, dass man sich nicht verschließt, sondern offen bleibt. Aber das ist ja auch das, von dem man sagt, das hält ja, jung. Ja, das eben, ja. Das ist so gesehen gibt es vielleicht dann doch vielleicht einen Zusammenhang. Vielleicht doch einen Zusammenhang, ich weiß nicht. Chemische Auswirkungen auf den Körper im Sinne von konservierender Wirkung oder so hat LSD ja nun nachweislich nicht. Nein, es hat auch keine schädigenden Wirkungen, das weiß man auch. Es ist ungiftig. Trotzdem ist es ja bei uns inzwischen verboten. LSD wird im deutschen Betäubungsmittelgesetz zu den nicht verkehrsfähigen Drogen gerechnet und so gesehen dann mit Heroin und Kokain gleichgestellt. Ist das völlig zu Unrecht? Das ist völlig zu Unrecht, weil LSD macht ja nicht süchtig. LSD ist in den Dosen, wo es
gebraucht wird, um in einen Rauschzustand zu kommen, vollkommen ungiftig. Das heißt nicht, dass LSD nicht gefährlich ist, nur ist es vollkommen, die Gefährlichkeit liegt auf einem ganz anderen Gebiet. Die Gefahr beim LSD besteht darin, dass man dieses ungeheure, vertiefte, veränderte Erleben, diesen Schock, diesen Erlebnisschock nicht integrieren kann. Dass man psychisch den nicht verarbeiten kann und dermaßen irgendwie einen psychischen Schaden erleidet. Das ist die einzige Gefahr beim LSD, die ist aber sehr groß, die kann beim ersten Versuch schon eintreten. Während denn bei den anderen Drogen, von denen Sie gesprochen haben, Heroin, Kokain, da würde ein Versuch, zwei, drei Versuche würden nichts machen. Die sind ohne Gefahr. Hingegen wird man sehr schnell süchtig und dann der chronische Gebrauch. Der chronische Gebrauch ist dann, der die Schäden erzeugt. Und eben dann körperliche und psychische Schäden zur Folge hat. Dieses Erlebnis nicht verarbeiten können, kann man das vorhersehen? Können Sie sagen, der und der sollte besser LSD nicht nehmen, der wird das vermutlich nicht so gut verkraften? Ich glaube schon, vor allem ein Psychiater sollte das wissen. Aber auch ich würde sagen, also, es braucht eine gewisse Stabilität, um außerhalb des medizinischen Rahmens, spreche ich jetzt, das zu nehmen. Das braucht einen psychischen, stabilen Kern, von dem man aus einen Ausflug in den Weltraum der Seele machen kann. Man muss irgendwie einen Landeplatz haben, man muss wieder zurückkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass, ich glaube eben, auch zu junge Leute das nicht nehmen sollten. Es braucht eine gewisse Stabilität, einen psychischen stabilen Kern. Bedauern Sie die Kriminalisierung von LSD? Kriminalisierung, meinen Sie die? Also, dass es verboten ist, dass man es nicht nehmen darf und sich strafbar macht, wenn man es nimmt? Ja, das sind zwei Seiten. Ich habe es sehr bedauert, dass es verboten wurde, total verboten wurde. Ich hätte begriffen, dass man es verboten hätte für die Straße. Aber ich habe nicht begriffen, dass man es auch verboten hat für die medizinische Anwendung. Denn in der medizinischen Anwendung ist es vollkommen unschädlich. Natürlich gibt es verschiedene Meinungen in der Psychiatrie. Die einen sagen, man sollte ohne Drogen arbeiten, die anderen sagen, es ist ein wertvolles Hilfsmittel. Aber auf jeden Fall hätte man es dort nicht verbieten sollen. Dieses totale Verbot halte ich für falsch. Nun gab es ja eine ganze Reihe von Horrormeldungen im Zusammenhang mit LSD und das hat sicher auch dazu geführt. LSD hat eine Reihe von Katastrophen ausgelöst. Leute, die sich aus dem Fenster gestürzt haben, weil sie glaubten, nun fliegen zu können, oder Leute, die sich vor Autos geworfen haben, weil sie glaubten, sie könnten nicht verletzt werden. Haben Sie, wenn Sie solche Meldungen gehört haben, jemals bereut, LSD entdeckt zu haben? Nein, das sind ja zwei Dinge. LSD wurde ja entwickelt als ein Medikament. Wurde das Medikament angewendet. Und natürlich kann man irgendwie eine falsche Anwendung machen. Das liegt ja nicht am LSD, das liegt an den Leuten. Und wenn man bedenkt, wie viele Leute LSD genommen haben und wie man vergleicht dann, wie wenig Unfälle passiert sind. Und die Unfälle sind durch einen falschen Gebrauch. Das ist der Fehler desjenigen, der das anwendet. Es ist nicht die Substanz, die schuld ist. Kann man das durch eine gewisse Routine lernen, wie man das richtig anwenden muss und in welcher Umgebung, damit es einem nicht schlecht geht? Auf jeden Fall muss man unter Aufsicht, sollte man das nehmen. Es gehört eigentlich in die Hände irgendeines, man möchte fast sagen, was die Indianer sagen, eines Curandero, eines Schamanen. LSD gehört ja in die Gruppe dieser mexikanischen Zauberdrogen. Chemisch und was die pharmakologische, psychische Wirkung anbelangt. Und dort ist es immer in der Hand eines Schamanen. Ist in ein Ritual eingebaut. Und das fehlt eben bei uns. Es fehlt, ist in einem gewissen Rahmen vorhanden in der Psychiatrie. Aber auf der Straße fehlt das. Aber gewisse Leute haben dann das nachgeahmt. Die haben Rituale eingeführt, wie die Indianer das tun. Und dort scheint mir dann die Gefahr sehr gering zu sein, dass etwas passiert. Mhm. Aber wenn man es auf der Straße nimmt, oder vor allem diese Unfälle, die Sie gesagt haben, die sind zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Leute nicht wussten, dass sie LSD hatten. Mhm. Wurde ihnen LSD gegeben, ohne ihr Wissen. Und dann war der Schock noch viel größer. Wie ich sage ja, die Gefahr, es ist eine große Gefahr beim LSD.
dass man das nicht verkraften kann. Und dass man sich richtig vorbereiten muss in der richtigen Umgebung, weil man sehr, sehr stark auf die Umgebung anspricht. Wenn man es nun in der richtigen Umgebung nimmt, in der richtigen Dosierung, vielleicht auch mit einem Begleiter, vergleichbar mit einem Schamanen, welchen Wert haben dann die Halluzinationen, die LSD auslöst? Haben die einen Wert für sich oder ist das einfach ein schönes Erlebnis? Nein, ich glaube, ein schönes Erlebnis ist nicht jeden, nicht immer. Und überall ist es fast ein unheimliches Erlebnis. Weil man, und das ist vielleicht das Charakteristische, zwei Dinge macht, LSD, es stimuliert enorm. Die Halluzinationen, die LSD auslöst, haben die einen Wert für sich oder ist das einfach ein schönes Erlebnis? Nein, ich glaube, ein schönes Erlebnis ist nicht jeden, nicht immer. Und überall ist es fast ein unheimliches Erlebnis. Weil man, und das ist vielleicht das Charakteristische, zwei Dinge macht LSD, es stimuliert enorm die Sinnesempfindungen. Das optische Bild, das akustische Erleben, aber vor allem hebt es die Grenze zwischen Ich und Außenwelt weitgehend auf. Man hat das Gefühl, man sei ein Teil der Außenwelt. Man verliert sich irgendwie, das Ich verschwindet. Und das kann sehr beglückend sein, wenn die Umgebung schön ist, wenn etwas Erfreuliches da ist, dass man ergriffen ist. Oder es kann fürchterlich sein, dass man das Gefühl hat, ich verliere mein Ich, ich bin verloren. Kann man darauf hoffen, durch dieses Erlebnis ein nicht nur bewusster Denkender, sondern vielleicht auch ein besserer Mensch zu werden? Ach, das ist etwas, fast eine moralische Frage. Auf jeden Fall finde ich, jedes Erlebnis ist eine Bereicherung. Wenn ich einmal nach China reise, wenn ich zurückkomme, bin ich irgendwie ein anderer Mensch. Und das Erleben, dass man einmal die Welt so erlebt, vollkommen so, ich sozusagen ohne Ichhaftigkeit, ohne dass man sich irgendwie mit seinen Gedanken, mit seinem Ich dazu, irgendwie sich dazwischen schiebt, sondern mal direkt ein Teil der Umwelt wird, ein sehr tiefes, ein mystisches Erleben. Es ist sicher, es hat eine Verwandtschaft mit mystischem Erleben, das LSD-Erleben. Ich habe ja in meinem Buch LSD, mein Sorgenkind, ich leite das ein mit der Beschreibung eines Erlebnisses, das ich als Kind hatte, an das ich erinnert wurde, als ich LSD wieder genommen habe später. Das kindliche Erleben besteht ja darin, dass man sich vollkommen mit dem, was man betrachtet, identifiziert. Und ist das dann vergleichbar, das, was man später empfindet, dass man so nicht als Person dazwischen steht, sondern dass es unmittelbarer ist? Dieses vertiefte Erleben, vielleicht das könnte man, das kann die Lehre sein aus einem LSD-Erlebnis. Dass man sich, dass man versteht, dass man offener ist und sich mit dem, was man betrachtet, dass man das tiefer empfindet, tiefer erlebt. Albert Hofmann, vielen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs. Unser zweiter Gast heute Abend ist der Mann, der wohl am meisten Werbung für LSD gemacht hat und dafür unter anderem immer wieder ins Gefängnis gehen musste. Bis heute gilt Timothy Leary als der Apostel des LSD. Turn on, tune in, drop out. Warum Timothy Leary immer noch auf dem Trip ist. Er vergleicht sich mit Jesus, Sokrates und Gandhi. Die Zahl seiner Gläubigen schätzt er auf 4 Millionen. Seine Religion heißt LSD. Timothy Leary, ehemaliger Harvard-Professor, verkündet in den 60ern, jedem amerikanischen Bürger stehe das Recht zu, sein Bewusstsein zu erweitern. Learys Buch Politik der Ekstase wurde weltweit zur Bibel der Hippies. Präsident Nixon erklärt ihn zum gefährlichsten Mann der Vereinigten Staaten. 1966 wurde der LSD-Apostel das erste Mal wegen Drogenbesitzes verhaftet. Es folgten Jahre auf der Flucht, in denen er mehr als 40 Gefängnisse kennenlernte. Heute ist der 73-jährige Hippie-Veteran auf dem Trip in die Welt der Computer. Sein Ziel ist immer noch die Befreiung des Individuums. Der Mensch muss erkennen, so Leary, dass er kein Roboter ist, der auf diesem Planeten ausgesetzt wurde, um eine Sozialversicherungsnummer zu bekommen.
Timothy Leary ist jetzt auch zu Gast bei uns. Guten Abend, Herr Leary. Very happy to be here, and it's a great honor and pleasure to be with a human being that I think is one of the greatest explorers of our species. A happy anniversary. 50 years of your greatest Geburtstag dieser Entdeckung. Wann haben Sie denn zum letzten Mal LSD genommen? June 21st, Das war die Sonnenwende, der längste Tag im Jahr. Wie war der Trip? Wonderful. Wunderbar. Wie ist es bei Ihnen? Hat sich das Erleben von LSD mit dem Älterwerden verändert oder ist das gleich geblieben? It changes because as one gets older, everything changes. Also, the more experience you have, the less surprised you are, the less frightened you are. Also, the times have changed. As Bob Dylan once said, 1960 seems like thousands of years apart from 1990, so everything changes. Nehmen Sie außer LSD andere Drogen? Yes, I try, almost like a religious duty, like a Catholic, to take every illegal drug once a year to show that the government cannot tell me what my wife is doing with our bodies in the privacy of our own home. Hat LSD dabei einen besonderen Stellenwert? Nehmen Sie das immer wieder und regelmäßig? No, people ask me how many times have I taken LSD, and like Dr. Hoffman, I don't count. But I say it's the same thing when they ask me how many times have I made love. The answer is not enough. Die Antwort lautet immer, nicht oft genug habe ich Liebe gemacht. Bei den LSD-Trips haben Sie ja zumindest zeitweilig offensichtlich mitgezählt. Zumindest hat man darüber gelesen, dass Sie bis vor einigen Jahren immer noch sagen konnten, wie oft es denn war. Bei dem wievielten Trip haben Sie aufgehört zu zählen? I forget. Ich weiß nicht mehr. Robin Williams, the great American comic, der große amerikanische Komiker. Americans were in the 60s and 70s and 80s and 90s, a devotee of LSD, has said, if you remember the 60s, you weren't there. I discovered that. I want to tell you, Dr. Hoffman, a wonderful psychedelic experience, which is legal and which people don't know very much about. It's called senility. Senilität heißt es. It's wasted on old people because in a way, senility is like having a mild psychological experience, short-term memory loss. Die verlieren das Kurzzeitgedächtnis, diese Leute. Left the room. Man vergisst, long-term perspective, I see everything. And then, of course, you feel good all and you care. And the fourth side effect, I forget. Es gibt noch eine vierte Nebenwirkung, die mir jetzt aber gerade nicht einfällt. Sie haben LSD als das mächtigste Aphrodisiakum bezeichnet. Zumindest früher mal. Wie ist denn Sex im LSD-Rausch? Well, it's highly individual. And certainly every intelligent person watching this program understands you can't generalize that anything is mysterious as that. I was being interviewed by Playboy magazine. And I threw out this idea that it was possible. Now, if I'd been interviewed by sports magazines, I would have talked about a famous pitcher who pitched a no-hit game under LSD. So I did talk about sex for Playboy magazine. Dr. Hoffman has said, in life as well as in this profession, you have to keep an open mind. And you can't take yourself too seriously, changing all the time. Und immer. LSD can intensify any experience. The greatest LSD experience I've ever had in my life was shortly after my marrying my wife, and that's one of those experiences that's inevitable and indescribable. Die einfach nicht beschreibbar sind. Mir fehlen dafür die Worte. Sie haben das nicht so stark herausgestrichen, wie ich das würde. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, eine Erfahrung mit jemandem zu teilen, dem man nahe steht. Und dann werden Sie entdecken, friends or that you've been married for millions of incarnations. So, to me, it's always nice to be in nature. And it's people that make it important. But the people are the essential. Sie haben aber damals auch Furore gemacht mit Ihrer Aussage, Frauen könnten mit LSD mehrere hundert Orgasmen bekommen. Da haben natürlich alle Frauen, Männer auch, aber Frauen ganz besonders
solche Ohren bekommen. Sie sind nun in fünfter Ehe verheiratet. Haben Sie all Ihren Frauen dieses Erlebnis bescheren können? I don't give anything. It comes from the great spirit within. Das kommt alles aus dem großen Geist von innen. Das wissen wir doch alle. I said that deliberately. Ich habe das ganz bewusst so gesagt. That was taken out of context. I was joking. I was joking. I was joking. Man hat das aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe nur einen Witz gemacht. Eines Tages, ein Monat später, habe ich einen Vortrag gehalten in einer Mädchenschule. Und als ich fertig war, war da so eine riesige Menge. Auf der Bühne war ich umzingelt von lauter Leuten. Und der Professor sagt, Herr Professor Leary, wofür? Wo sehen Sie die wissenschaftliche Grundlage für die Aussage, dass eine Frau 100 Orgasmen haben kann? Und dann sage ich, ja, und über welche Farben sind die im Regenbogen? Was weiß ich denn über das hinaus, was man mir sah? Und für diesen Scherz haben Frauen sich nun so viele Gedanken gemacht. Herr Hofmann, wie ist denn Ihre Erfahrung mit LSD? Ist das nach Ihrer Erfahrung tatsächlich so eine Art Aphrodisiakum, mit dem man Sex anders und intensiver erlebt? Ich habe das in diesem Zusammenhang eigentlich noch nie erlebt. Wissen Sie es von anderen, dass die Ich weiß nur, man ist enorm stimuliert für alle Sinnesempfindungen und sicher auch Touch und alle Sinne sind stimuliert und das ganz sicher ist das erotische Erleben auch stimuliert, das ist kein Zweifel. Sie haben ja viele andere Leute auch erlebt, die Versuche mit LSD gemacht haben. Wie war das bei denen? Gab es da so eine konkrete Umsetzung oder auch mehr diese allgemeine Stimulierung? Sie meinen mit... Ich habe Sie Ihre Frage nicht verstanden. Sie haben ja nicht nur selber LSD probiert, Sie haben ja auch bei vielen anderen Leuten mitverfolgt, wie die LSD probiert haben. Beispielsweise ja. Ernst Jünger ist ja, ja so ein ja. berühmtes Beispiel. Wie war das bei denen? Hat sich da LSD direkt als Stimulanz für Sex ausgewirkt? Als Aphrodisiakum? Nein, bei diesen Versuchen eigentlich nie. Wir hatten also, ja, ich möchte sagen, bei diesem letzten Versuch in den Bergen von Mexiko, da hatten wir uns schon eigentlich, es waren drei, vier Leute, die haben uns sehr gut gekannt, die haben uns umarmt in dieser Landschaft und so. Es war schon ein tiefes Erleben hat immer irgendwie eine sexuelle Komponente. Mhm. Und auch diese wird natürlich sicher sehr, sehr stark, wird auch stimuliert. Es wird alles, das ganze Erleben. Mhm. Aber ich glaube, es kommt auf die Umgebung an. Die Umgebung, wenn ich erotischen Umgebung LSD nehme, dann werde ich das erleben, eben das intensivere Leben. Wenn ich das in der Fabrik nehme, in einer technischen Umgebung, dann erlebe ich die ganze Hässlichkeit der technischen Welt. Mhm. Und deswegen muss das eingebaut sein in ein Zeremoniell, es muss vorbereitet sein. Und das war eben dieses Unglück mit dem LSD, dass es Leute genommen hat, ohne Vorbereitung, einfach nur genommen. Und das ist die Gefahr, es ist nicht das LSD an für sich, es ist sehr gefährlich, wenn man es falsch anwendet. Mhm. Ich möchte das noch einmal betonen. Timothy Leary, LSD ist By the way, ein... I want to congratulate you, that was a wonderful response to his name. Zu dieser Antwort, das war eine wunderbare Antwort auf die Frage. Sie haben das ja sehr viel konkreter gesagt. Sie haben gesagt, LSD ist ein Allheilmittel bei sexuellen Problemen, zum Beispiel bei Frigidität oder bei Impotenz. War das auch ein Scherz oder kennen Sie da konkrete Beispiele, wo LSD diese Probleme wirklich gelöst hat? Number one, I did not joke when I said that. Nein, als ich das gesagt habe, war das kein Scherz. I was not fabricating. Das habe ich mir nicht nur so ausgedacht, das habe ich nicht erfunden. Wie Dr. Hoffmann sagte, kommt es zu einer sehr starken Intensivierung. Das wirkliche Problem bei LSD ist, in dem Problem, dem alle Menschen gegenüberstehen, wir leben in einem Universum, das wir jetzt entdecken, aus Chaos bestehen so viele Galaxien umfasst und wir haben 100 Milliarden Neuronen im Menschengehirn mit 10.000 Querverbindungen. Wir haben es also hier mit einer Komplexitätsstufe ungeachtet Ausmaßes zu tun. Psychedelische Erfahrungen können Sie dieser Komplexität gegenüberstellen, sodass Sie denken, das, was fest ist, gar nicht fest ist. Und im Kopf findet das statt. Wir brauchen eine Plattform, die Sie so erklären können, wie Dr. Hoffmann schon sagte. Wir werden wissen, wir mehr darüber erfahren, wie das Gehirn funktioniert, wir werden mehr über das Chaos erfahren. Haben Sie keine Angst davor. Lernen Sie einfach, mit dem Chaos mitzuschwimmen, denn das Chaos macht den eigentlichen Kern und die Natur des Universums aus. Aber lassen Sie uns nochmal zu den ganz konkreten Problemen, die Menschen so beschäftigen, zurückkommen. Haben Sie selber wirklich Fälle erlebt, bei denen Frauen frigide waren, Männer impotent waren, die dann LSD genommen haben, wo Sie beobachten konnten, dass diese Probleme sich dadurch lösten?
Well, I submit to you. Ich gestehe the 1960s. With the sexiest decade die 60er Jahre, Anita, die sexiest Dekade der Explosion of free sexuality and der Explosion der freien Sexualität und der Learning from our Hindu friends, the science of eroticism. These things did not exist in America, at least. Die Wissenschaft der Erotik gelernt. Im puritanischen Amerika gab es das gar nicht. Die 60er Jahre, die sexiest Dekade der Explosion of free sexuality and Explosion der freien Sexualität und Learning from the science of eroticism. These things did not exist in America, at least. Die Wissenschaft der Erotik gelernt. Im puritanischen Amerika gab es das gar nicht. In den 60er Jahren, nicht spezifisch für die LSD, sondern die allgemeine Haltung, die dazugehört, der Menschlichkeit, der Offenheit, der Freude am Leben, der Sensibilität. Ja, überhaupt keine Frage, dass die 60er Jahren alle Rekorde gebrochen haben. Ich kann nicht über einzelne Fälle urteilen. Ronald Reagan and Nancy Reagan and those people hated the 60s. That was the time when it was basically paganism, love of life, love of love. Heidnische, eine heidnische Haltung. Aber in den 60er Jahren machten ja auch die negativen Erfahrungen mit LSD Schlagzeilen. Wir haben darüber eben auch schon gesprochen. Horrortrips, von denen angeblich manche Leute überhaupt nie zurückgekommen sind. Sie haben ja nun sehr viel Erfahrungen gemacht mit Leuten, die LSD genommen haben. Haben Sie solche Fälle erlebt, wo Leute wirklich nie zurückgekommen sind von einem Horrortrip? No, nein. Believe me, more than anyone else in the world, I wanted to know the dangers of LSD, because I was out there on the front line. Weil ich ganz vorne an der Front war. I listened. I interviewed thousands of people. I've never had anyone look me in the eye and tell me they regretted taking LSD. The casualty rates. Just think of, say, Woodstock Festival, where there were 500,000 college-age people taking LSD. Imagine someone at Woodstock shooting heroin or cocaine. It was a different situation. The stories of danger were taken by the press. Die Gefahrengeschichten wurden von der Presse aufgegriffen. At one time, I mean 1968 Nein, es hat bei unvorsichtiger Anwendung ist es eine gefährliche Sache. Und es sind Dinge passiert. Am Verhältnis zu dem, wie viele Leute das genommen haben, ist es, kann man sagen, eine Bagatelle. Und die Fälle, die passiert sind, die sind zum Teil eben passiert durch, dadurch, dass man den Leuten das gegeben hat und dass sie es wussten. Dieser Fall von Dr. Olsen, das hat herausgestellt, dass CIA das gegeben hat. Die wollten schauen, wie das passiert. Der Mann ist aus dem Fenster gesprungen, das hört man immer wieder, dass der Mann aus dem Fenster springt. Und der hat LSD bekommen, ohne dass er es wusste. Es ist 15 Jahre später herausgekommen, als die Akten offen wurden. Hat man gesehen, aha, die Familienangehörigen dieses Dr. Olsen, die konnten das nicht verstehen. Das war ein normaler Mensch, guter Familienvater, zwei Kinder, alles normal und springt aus dem Fenster. Das haben sie nie verstanden. Und dann kam das heraus, ja, der hat LSD gehabt. Und da hat sich der Präsident offen im Namen der Nation entschuldigt bei dieser Familie. Aber diese Dinge sind in die Zeitungen gekommen. Die Unglücksfälle kommen in die Zeitung. Und ich betone nochmal, das ist kein Ding, mit dem man spielen soll. Es hat seine Gefahren, aber es ist verhältnismäßig, so wie viele Leute das genommen haben, ist verhältnismäßig sehr, sehr, sehr wenig Schlechtes passiert und Unglückliches passiert. Wenn es jetzt wirklich doch mal passiert und jemand auf einem Horrortrip ist, so ein Trip dauert normalerweise 8 bis 12 Stunden, gibt es da eine Möglichkeit, das abzubrechen, diesen Trip vorher zu beenden? Sofort. Wie macht man das? Mit Valium. Mit irgendeinem Tranquilizer. Das wissen die Ärzte. Da kann man unterbrechen sofort. Nun, wenn gerade Jugendliche, wenn die LSD-Trips nehmen, werden die wahrscheinlich nicht gerade Valium zur Hand haben. Gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten, sich zu helfen? Ja, eben. Das muss vorbereitet sein. Man kann das nicht einfach irgendwo nehmen. Wie gesagt, das geht einfach nicht.
Und zur Vorbereitung gehört auch der Arzt, einer, der das beobachtet, der das kennt, der das weiß und eben notenfalls eben auch eine Spritze bei sich hat. Sie sind da ja in Ihren Maßstäben sehr strikt und Sie sagen immer wieder, es gehört Vorbereitung dazu, man darf das nicht einfach so nehmen. Haben Sie sich seinerzeit darüber geärgert, dass Timothy Leary so viel Werbung gemacht hat und dafür provoziert wurden? Ja, ja, ich habe ihm gesagt, man sollte das nicht Teenagern nicht geben. Eben, ich habe gesagt, es braucht irgendwie eine feste Plattform, eine psychische, wo man wieder landen kann von diesem Weltraumflug. Und ich habe gesagt, das sollte man nicht machen, diesen so jungen Leuten sollte man das nicht geben. Aber er hat dann gesagt, ja, weißt du, bei uns in Amerika, da sind die Teenager, die sind schon viel entwickelt, die sind ja schon erwachsen. Wir waren middle-class professors studying Professoren. And suddenly, scientists in England haben named the Beatles and the Rolling Stones began singing about it. Und plötzlich haben wir die Beatles gehört und die haben über das gesungen. Wir haben überraschenderweise festgestellt, dass junge Leute das genommen haben. Auch wir waren schockiert. Ken Kesey, Das 3000 Leuten gab. Wir hätten einen Monat lang gearbeitet, bevor wir das einen Probanden auch nur verabreicht hätten. Einem einzigen. Dann ging das los, weil diese jungen Leute mit dem Fernseher groß geworden sind, haben von Turn On gesprochen. I was also trying to... But if you do take it, I can't stop you. Und ich kann niemand daran hindern. Fließ mit der Sache mit. Yes, but I must confess. So war's schon, aber ich muss gestehen. Both of us, but myself, we were thrown. Insbesondere ich. By history. Durch die Geschichte strange time, the first time when these plants, which had been used for thousands of years. Es war das erste Mal, dass Because of airplanes and Sandoz laboratories that you pass around the world. None of us knew what we were doing. Sagen Sie doch mal ganz konkret, Sie haben ja selber auch Kinder. Wann haben Ihre Kinder zum ersten Mal LSD genommen? We were living in a communal situation and we were around 13, 14, or 15, but they were doing the family situation. Surrounded by people they lived with. And I'm not recommending this. I don't think anyone should take LSD unless they're adults, consenting adults. Haben Sie in diesem Punkt dazugelernt? Sagen Sie heute, die Leute sollten älter sein? Früher waren Sie da ja offensichtlich großzügiger. Oder hatten weniger Bedenken. Yes, but also, see the fact that they were doing ja, it. Aber es war auch so, dass sie das wirklich gemacht haben. Man musste da schon mit dem Zeigefinger rumgehen. Ich habe mich schuldig gemacht, bei Tatsachen viel Dummes gesagt zu haben in meinem Leben. In der Zukunft werde ich wahrscheinlich auch noch viel Dummes sagen. Ich habe versucht, die negative Tätigkeit der Regierung nicht dem entgegenzustellen, die darauf hinauslief, zu sagen, ich bin allerdings aus dem Fenster. Da habe ich gesagt, nein, so ist es nicht. Dao Te Ching und andere alte Texte haben wir aufgegriffen, um klug zu werden. Herr Hofmann, wie haben Sie denn eigentlich die 60er Jahre erlebt? Natürlich viel ruhiger als in Kalifornien. Wir hörten nur davon, wir waren etwas beunruhigt. Wir haben das im ganz kleinen Rahmen gemacht, sehr vorsichtig, mit Ernst Jünger, mit entsprechender Vorbereitung, rituell und nicht sehr oft, ganz gezielt. Und ich war dann wirklich, ich war geschockt, dass ich hörte, dass so viele Leute das genommen haben und eben unvorsichtig, unvorsichtig einfach auf der Straße genommen haben. Und man hörte natürlich vor allem in der Firma nur von den Fällen, die bei einem schlecht rausgekommen ist. Man hörte aus den Kliniken, es ist wieder jemand eingeliefert worden mit einem psychotischen Zusammenbruch. Diese Dinge hörte man und da war man schon erschreckt.
Das muss ich schon sagen. Herr Lee, Sie sind im Laufe der Jahre sozusagen auf einen ganz anderen Trip gekommen. Sie sagen jetzt, dass Sie das Weltall kolonialisieren wollen. Können Sie Herrn Hofmann in zwei Sätzen erklären, warum Sie das tun wollen? No, I have not talked about that for 10 years. Na, seit 10 Jahren spreche ich darüber nicht mehr. Before Star Wars, military has taken over. What involved in now is we're developing electronic and multimedia techniques. Entwickeln elektronische Techniken, number one, activate and produce a mild LSD experience. Eine geringe ausgeprägte LSD-Erfahrung aktivieren oder auslösen können. Und zweitens, man kann auf der eigenen CD eine eigene Halluzinationen zusammenstellen, nach eigenen Wünschen als Designer. Und drittens, und das Wichtigste ist, Sie können das auf einem Bildschirm anderen mitteilen oder per Modem. In Hamburg, ich kann Ihnen in Hamburg zeigen, was ich gestern Abend zusammen halluziniert habe. Ich arbeite jetzt an der Kryber-Netik. We all know that there was no language to describe this experience. Keine Sprache gab, diese Erfahrungen zu beschreiben. There's been an enormous breakthrough. Our knowledge of the brain and the facility, the access to inexpensive multimedia, audiovisuelle Hilfsmittel verschaffen können, bedeutet, dass Sie das alles durcheinanderwirbeln können. Sie können alles Mögliche zusammenbauen und basteln, eigene Halluzinationen schaffen und dies mit anderen teilen. Mit dem Weltraumflug oder mit dem... Nee, er hat ja gesagt, das hat er seit 10 Jahren nicht mehr. Er geht jetzt in eine andere Richtung. Sie selber haben sich in eine wieder andere Richtung bewegt. Sie sehen die Lösung der Weltprobleme, wenn man das jetzt so kurz zusammenfassen kann, in der Versöhnung von Mensch und Natur. Können Sie mit seinen Visionen am Computer praktisch eine Bewusstseinserweiterung zu erreichen, zu simulieren, etwas anfangen? Ich kenne das zu wenig. Ich habe wenig Erfahrung. Ich interessiere mich. Er hat mir ein Buch gegeben, dem jetzt, aufgrund von dem ich mich von dem ich mich ein Bild machen kann, von dem, was er macht. Ich ziehe vor die Natur. Ich stehe vor, in eine Blumenwiese zu sitzen und mich in eine Blume zu vertiefen. Wie Aldous Huxley einmal das gesagt hat, hat zu meiner Frau gesagt, gehen Sie mal auf eine Altwiese und schauen Sie in eine Enzian, in eine Blume und nehmen Sie LSD und dann sehen Sie, was ist. Die Istigkeit, das Wesen des Seins, das ganze Mysterium unserer Existenz wird Ihnen dann. Kommt Ihnen zum Bewusstsein. Das sind eben, es ist schwierig, das in Worte zu fassen, dieses Erleben. Aber ich möchte noch einmal sagen, es ist irgendwie ein Ganzheitserlebnis, dass man das Gefühl hat, man gehört zum Ganzen, man ist ein Teil des Ganzen. Man erlebt irgendwie ein Glücksgefühl, das schwer zu beschreiben ist, wenn man das nicht hat. Aber es hängt sehr stark zusammen mit dem, kindlichen Erleben. Das Kind lebt auch, ohne dass es den Verstand dazwischen schaltet. Es erlebt die Welt, wie sie wirklich ist. Und dieses, das hat eine Verwandtschaft mit dem. Wir sind am Ende des Spezials zum Thema LSD. Albert Hofmann, Timothy Leary, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Thank you. Thank you, Dr. Hartmann, für die Description. Ihre wunderbaren Arbeiten. Das war's für heute, das war's auch für die nächsten Wochen. 0137 geht in die Sommerpause. Die nächste 0137-Sendung am 30. August. Einen schönen Sommer, schönen Urlaub, wenn Sie haben. Bis dann. Tschüss. So. Haben Sie überhaupt was zu trinken bekommen? I like a little water, yes. You want a little water? That's how it looks. Yeah, that's